In diesem Video, meine Damen und Herren, versuche ich das absolut Wichtigste des heutigen Handelstags zusammenzufassen. Und es ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Was nimmst du rein, was lässt du raus? Ja? Nimmst du diese Meldung oder die andere und warum nimmst du sie und weshalb nicht? Ja? Und ist es mehr charttechnisch orientiert, fundamental orientiert, politisch orientiert? Ist es ökonomisch orientiert? Ist es realistisch orientiert, misanthropisch orientiert? Also philosophisch, ich weiß es nicht. Also, und da habe ich mir wahnsinnig viel Mühe gemacht, habe mir Gedanken gemacht, wie machst du eine solche Auswahl und wie kannst du sie begründen und womit ist es zu motivieren, auf Deutsch gesagt. Und dementsprechend habe ich mich entschieden, jetzt folgende Meldungen Ihnen zur Darstellung zu bringen am heutigen Labor Day in den USA, wo wirklich das eigentlich rauskommt, wo ich mir denke, das muss man wissen von heute. Gell? Und das schauen wir uns jetzt an, schauen Sie mal her. Wo ist es? Habe ich das verloren? Gell? Nein, es ist noch da. Es ist noch, ich kann Sie beruhigen, es ist noch da. Da ist es, gell? Ja. Gut, zugegeben, das war jetzt natürlich verkürzt. Ja? Also ich kann ja nicht alles, das geht nicht. Also du kannst nicht alles bringen. Du kannst nicht alles irgendwie zeigen und machen und tun. Du musst eine Auswahl treffen. Ja? Und ich habe mich für diese Auswahl entschieden. Das kann man schlecht finden, das kann man gut finden. Ich habe mich für diese Auswahl entschieden heute, ne? Und halte sie für vernünftig in der Summe. Ich glaube, das ist vernünftig. Ja? Das hat Hand und Fuß. Nach meiner Auffassung, ja, Sie sehen das vielleicht anders. Ne? Aber schauen wir in die Charts rein, was letztendlich das auch bewirkt hat. Ja? Also welche Folgewirkungen da sind. Und das schauen wir uns jetzt an, meine Damen und Herren. Da, bitteschön, da haben wir zum Beispiel, was Sie hier sehen, das ist der DAX. 4-Stunden-Ebene zugegeben, gell? Das sieht nicht viel aus, aber wenn wir uns das einmal anschauen, hier zum Beispiel 5 Minuten, gell? Da sehen wir, das ist eine saubere Aufwärtsbewegung, gell? Und das praktisch ohne Volumen, gell? Wahrscheinlich gibt es 1 bis 2 Käufer, ne? Die sind dann per Handschlag von der deutschen Börse begrüßt worden. Schön, dass Sie da sind, danke. Nein, wir haben eigentlich sonst nichts zu tun, haben uns schon schlafen gelegt, jetzt kommen wir sehen, wollen eine Kauforder geben, gell? Aber es hat gereicht, der Markt ist nach oben gegangen, ne? Spektakulär. Gell? Also Sie sehen, da ist wirklich was los. Wir haben bei den US-Futures, die heute bis 19 Uhr laufen, haben wir jetzt nicht so viel Bewegung. Schauen wir uns mal Nasdaq-Future an zum Beispiel. Also der ist schwächer heute nach dem Abverkauf. Nach der leichten Schwäche, sagen wir mal, letzten Donnerstag, Freitag, gell, bei den Tech-Werte, sehen wir, dass der Nasdaq nach wie vor ein bisschen schwächer läuft. Gell? Ich muss ja noch gesagt haben, dass Sie es nicht verpassen. Wir haben dann noch Gold. Bums, habe ich gleich weggeklickt. Ich wollte es eigentlich zeigen, gell? Aber egal, dann zeigen wir halt einen Euro-Dollar. Ich kann sagen, dass Gold sich also mindestens einen Dollar heute bewegt hat, rauf und runter. Da sehen wir den Euro-Dollar. Heute Morgen im Videoausblick war der bei 1,1830, jetzt ist er bei 1,1827. Na, da kann man mal sehen, was eine solche Volatilität anrichten kann. Und hier sehen wir, Ölpreis hat sich ein bisschen erholt, nachdem die Saudis den Ölpreis, also praktisch das Öl, das sie haben, günstiger verkaufen, wie sie halt nachgesagt haben. Also wir kaufen das günstiger. Dementsprechend, weil es halt Menschenfreunde sind, ne, haben sie gesagt, jetzt verkaufen wir das Öl ein bisschen günstiger. Es hat den Preis kurzfristig tangiert, nicht langfristig, wie wir hier sehen. Also sind wir massive Rallye, gell? Es ist eine massive Rallye. Insgesamt muss man sagen, es war wahnsinnig viel los. Ne? Es war ein Tag, der nicht so schnell vergessen wird. Na, dazu ist einfach zu viel passiert. Ne? Und ich will Sie jetzt mit der Verarbeitung all des Geschehens alleine lassen und sage Ihnen Servus und Ciao.